Willkommen zusammen in Wetterburg. Ich habe jetzt hier wieder am Ortseingang einen kostenlosen Parkplatz. Und wie ihr dort auf dem Schild vielleicht schon sehen könnt, möchte ich zum Twistesee. Da werde ich eine Rundtour starten und mal sehen, was es so an Punkten so rund um den See noch gibt. Also wie immer, bleibt dran und lasst euch überraschen. Der erste Blick auf den Twistesee. Das macht doch schon wieder einen anständigen Eindruck. Die Sonne scheint, es ist zwar kalt, aber das macht ja nichts. Ja, man muss hier in Wetterburg so ungefähr bis zur Ortsmitte fahren und dann geht's runter, hoher Weg. Der ist auch für Radfahrer geeignet. Die anderen Wege, die zum Twistesee runterführten vom Ortseingang aus, waren leider alle mit Treppen. Weltklasse hier mit den Reflexionen auf dem Wasser. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man die Wasservögel im Wasser, wie sie am, ja, mit den Flügeln am Schlagen sind wie die Wilden. Sehr reizvoll. Ich drehe erstmal eine Runde hier, bis ich zum Staudamm komme und werde mich dann informieren, was hier noch so am oder um den Twistesee ist. Super geteerte Strecke. Sieht aus, wenn hier schon einen Rasen gemäht hätte. Mag ja sein. Und mit der Sonne kann man es auch ganz gut aushalten, finde ich. Ja, hier hat die DLRG so ein schönes Häuschen mit Dachterrasse, einem Volleyballspielplatz und einige Bootsanleger da unten. Direkt gegenüber ist so ein idyllisches Plätzchen im Wald mit der Bank. Da werde ich gleich, glaube ich, auch mal kurz hingehen. Ach, einen Strand gibt es sogar. Richtiger Sandstrand mit kleinem Spielplatz angrenzend, außen duschen. Hier, ja, wahrscheinlich zur Saison, genau, Kaffee, Imbiss, was so dazugehört. Umkleiden für Damen, Herren, Duschen, WCs. Also alles gegeben, um hier anscheinend einen echt schönen Tag zu verbringen. Oder was meint ihr? Das sieht ja wohl Weltklasse aus. Respekt, da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Ja, der nächste Punkt ist jetzt hier so eine Wasserskianlage mit so einzelnen Anliegern und was so dazugehört. Zurzeit auch von den Wasservögeln besiedelt, weil wir halt noch keine Saison haben, wie ich vorhin schon mal erwähnte. Ich glaube schon, dass hier im Sommer der Bär los ist. Ich bin selber das erste Mal hier, aber angenehm überrascht. Ja gut, hier musste jetzt der ein oder andere Baum weichen aufgrund der ganzen Sturmschäden der letzten Wochen. Aber Platz für Neues, muss man so sehen. Unter mir ist jetzt schön zu sehen von diesem kleinen Vorsee, wie das Wasser zwar auch ein bisschen über die Mauer schwappt, aber der größte Teil halt durch diesen kleinen, ja, durch dieses kleine Wehr fließt.
Auch dort sind wieder viele Wasservögel zu sehen. Ich versuche das mal kurz ein bisschen ran zu zoomen. Ich mache mal ein bisschen langsamer, damit es auch scharf bleibt. Hoffe ich. Jetzt mit der Sonne, das blendet gerade hier so, dass ich es kaum erkennen kann. Da sind sie schön zu sehen. Jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn man einmal schwenkt, sieht man so das äußere Ende hier vom Twistesee. Auch wieder ein schöner Schwan auf der rechten Seite. Vor mir verschiedene Entenarten. Links davon auch. Ja, und hier fließt es halt gerade so rein, ne? Von diesem kleinen Wehr auf der anderen Seite. Da sieht man, dass das eine ganz schöne Strömungsgeschwindigkeit ist. Was man gar nicht meinen sollte von so einem kleinen Stück. Und der Radweg geht jetzt auf der Seite da drüben weiter. Wieder weg von der Straße. Das ist so herrlich. Ich habe gerade meine Wintermütze aufgesetzt. Und das Käppchen mal weggepackt, weil es meine Ohren doch recht frisch war. Und jetzt hier auf der Seite ist überhaupt kein Wind. Das heißt, da können die Ohren erstmal richtig warm werden. Überall so kleine Zuwege unten zum Wasser direkt. Also da haben sie sich was Tolles einfallen lassen hier. Jetzt der Weg führt hier so durch den Wald. Der direkte Rundweg am Twistesee sind nur 7 Kilometer. Das ist ja nicht ganz so viel. Das ist ein schöner Spaziergang am Sonntag vielleicht mal. Aber man kann hier rundum halt überall nochmal abbiegen, in die Wälder gehen oder ähnliches. Und immer wieder runter zum Wasser. Klasse. Man sollte es gar nicht meinen. Auch hier geht es immer stetig bergauf, bergab. Man denkt ja, so ein Seerundweg, ne? Schön am Wasser lang. Nee, da unten ist der See. Und hier oben fahre ich Richtung Himmel, wie ihr sehen könnt. Aber ist herrlich. Sonne. Blauer Himmel teilweise. Da könnte man schon fast vom perfekten Tag reden. Ja, ich bin jetzt gerade hier auf der höchsten Stelle gewesen vom Twistesee. Dann geht es wieder runter und dann kommt man hier drauf zugefahren. Das ist schon ein wenig bizarr, wenn man das so sieht, oder? Alles umgestürzte Bäume. Deswegen, so die einzelnen Schleifen, die in den Wald reinführen, sind teilweise gesperrt. Beziehungsweise man hört auch überall noch das Holz, wie es knarzt und knirscht von den ganzen Bäumen, die noch schräg stehen. Deswegen werde ich jetzt nicht hier in den Wald reinfahren, sondern erstmal den Rundweg weiter. Und nur ein paar Meter weiter sieht es schon wieder so gut aus. Hier geht der Weg runter, wo ich vorhin von der anderen Seite sagte, bei diesem DLRG-Zentrum, dass ich da gerne mal hin möchte, weil das wirklich sehr idyllisch, habe ich es genannt, glaube ich, aussah. Und jetzt gehe ich mal mit euch hier runter. Und da das ja mit dieser Stabilisierung bei der Kamera echt ganz gut klappt, kann man das jetzt auch beim Laufen mal filmen, wenn ich hier runtergehe zu dieser Bank. Oh. Ja, wenn man so die ersten Sonnenstrahlen direkt wieder merkt hier, das fühlt sich schon an wie 15 Grad, 16 Grad. Wunderbar. Da drüben ist diese DLRG-Anlage mit dem Sandstrand. Wieder einer von den Reihern.
Ja, und das Ganze hier, gehe ich mal von aus, wird im Sommer auch gut als Liegewiese genutzt. Das bietet sich echt an. So. Und wieder hoch zu Monty. Jetzt geht der Weg hier so ein bisschen gröber zu, war auch teilweise verschlammt, aber wahrscheinlich eher durch die ganzen Forstarbeiten, weil die ja mit den großen Fahrzeugen hier durch müssen. Direkt vor mir sieht man jetzt den Staudamm, wenn der auch eher aussieht wie ein kleiner Deich, mit dem Überlauftrichter. Und was da oben drin ist, werden wir gleich am besten mal zusammenschauen. Der Weg geht jetzt eigentlich hier runter, aber da ich ja noch oben schauen möchte, was da so drin ist, werden wir da erstmal hinfahren. Entlang dieses wunderbaren Wohnmobilstellplatzes hier am Twistesee. Echt klasse. Schade, dass man sich da nicht mit dem Zelt hinstellen darf. Hätte auch mal was. Groß genug wäre die Anlage. Reisemobilhafen nennt sich das hier. Ja, klasse gemacht. Vielleicht irgendwann mal, wenn man auch so ein Schiff sein eigen nennen darf. Schon fleißig am Sparen, also bis zur Rente mal reichen. Also, oberhalb dieses Überlauftrichter. Oh Mann, schon Sprachfehler. Ist wohl nur ein Café drin, ne? Was ja jetzt noch nicht sein muss. Aber dort hinten vor dem Wald, ich zoome das Ganze mal und hoffe, das funktioniert. Ja, jetzt erkennt man es schon ein bisschen. Also dieser Zoom ist echt klasse. Ja, mehr will ich gar nicht zoomen, sonst wackele ich wieder. Habe jetzt fast die Hälfte erreicht vom Zoom. Da ist ein Aussichtsturm, so wie es ausschaut. Da schaue ich mal, ob ich da einen Weg finde, da mal hochzukommen. Das wäre ja noch so ein kleines Highlight. Wenn man sich überlegt, wie viel Wasser hier erstmal drinne sein muss, damit dieser Überlauf seine Funktion nutzen kann. Unglaublich. Leider kann man auch da wieder nicht drauf gehen, ist heute zu. Und hier unten sieht man das Wasser, was so hier abgeführt wird. Riesentrümmer, muss ich ja zugeben. Unterwasser sehen die immer so klein aus, wie man jetzt an den anderen Stauseen ja oft schon gesehen hat. Jetzt bin ich hier oberhalb vom Twistesee, wie ihr sehen könnt. Hier rechts von mir ist ein Golfplatz, der erstmal einen gepflegten Eindruck macht, wen es interessiert. Ich bin jetzt von Wetterburg weiter Richtung Landau gefahren, hier an der Straße, und musste feststellen, dass das, was ich für einen Aussichtsturm gehalten habe, wie ihr vielleicht jetzt im Zoom erkennen könnt, nur Sendemasten sind für die Mobilfunknetze vor Ort. Schade. Ich dachte, das wäre so ein Aussichtsturm, aber auf eine Entfernung von 3-4 Kilometern kann man sich ja auch mal täuschen, so Luftlinie, ne? Also bleibt mir nichts weiteres übrig, noch hier groß zu sagen. Deshalb schön, dass ihr wieder dran wart. Freut euch auf die nächsten Seen. Es gibt noch einige hier bei uns in der Ecke, die werde ich so nach und nach hier vorstellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, euer Markus und Monty.